Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir sind hier im mittleren Dryne Lake Schloss, im Schloss Dryne Lake. Hast du nicht gesehen. Ja, uns bleibt jetzt quasi Möglichkeit offen, uns dem Königskorridor zu widmen. Aber hier geht einiges rund. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade dieses rote Tuch als kleinen Bug irgendwie gesehen, aber nee, das hat schon all seine Richtigkeit. Das sah irgendwie sehr komisch aus, als ob da irgendwas rumglitscht. So, der Raum ist schwieriger, als man denkt, denn diese ganzen Viecher hier, die werden alle lebendig. Okay, der nicht. Aber die, genau, die werden lebendig so. Und die haben es tatsächlich in sich, wenn die mal zum Zuge kommen. Weil die werden jetzt nämlich alle lebendig und das ist alles sehr, sehr unschön. So. Scheiße. Und ich meine, die sahen auch irgendwie noch anders aus mal. So, das ist halt echt ein Drecksraum. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Scheiße, 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 scheiße. Siehste, genau das meine ich. Und jetzt ist mein Fuß eingeschlafen. Das ist nichts, was es einfacher macht. So, naja, probieren wir das Ganze nochmal. Der Weg ist jetzt ja nicht ganz so weit. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe manchmal so Lags hier. Liegt das jetzt an meinem PC oder ist das an die, ist die Konsole da, die da irgendwie laggt? Ich weiß es nicht. Ich mache das ja über eine Capture Card. Von daher kann es theoretisch nicht am PC liegen, weil der hat ja im Grunde nichts zu berechnen. Ja, 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 weiß ich nicht. So. Okay, wir machen das auf dieselbe Art. Und okay, jetzt werden sie trotzdem munter zwei Stück. Und Wumms und Scheiße. Doch, nein, auch nicht ganz. Ah, Kacke, Kacke, Kacke. Ach, Mann, ey, es war nicht ganz so schlecht. Also drei Viecher sind halt immer noch eine ganze Menge, aber ach, Mann, ey. Zwei wären besser. Naja, gut. Nehme ich heimlich mal was getrunken. Ach Gott, ey. Die Ladebildschirme, die variieren auch ganz schön. Also, ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Mal jetzt schneller und mal dauert es eine halbe Ewigkeit. Ja gut, wir versuchen den Typen jetzt mal wieder in den Kopf abzuhacken. Das ist ganz gut. Wir sparen auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit. So, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar schon ein paar wegsnipern können. Scheiße. Jetzt hat er nicht schnell genug. Mann, wechsel doch mal. So, okay, der eine ist down. Und der zweite ist down, beziehungsweise der dritte. Und jetzt komm. Zack, alter Finne, ey. Das ist echt so ein Dreck hier. Steinparmer. So, jetzt dürften eigentlich nur noch der nach vorne kommen, das war's. Dann sammeln wir hier links den Lebenstein ein, der jetzt nicht mehr ganz so viel bringt, mittlerweile. So. Das kann ich auch mal zusagen, für die Leute, die E3-Demo nicht gespielt haben, das war ja auf der Gamescom keine andere Demo wie auf der E3. Da war nach diesem Raum, der übrigens damals noch ein bisschen anders aussah, meine ich mich zu erinnern, war am Ende ein rotes Phantom als Magier und der war auch, der hat es auch ganz schön in sich. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie der genau war. Der war auf jeden Fall ganz schön krass. Deswegen war es an sich schon sehr passabel, wenn man den Raum überhaupt durchqueren konnte und dann zum Boss gekommen ist. Das ist schon sehr krass gewesen. So, einfach mal weggedutscht. Und ich glaube auch, der Boss war mal größer. Ich weiß es nicht. Das kommt mir alles so klein vor mittlerweile. Vielleicht habe ich mich auch dran gewöhnt. So, kannst du mal. So, bumm. Einfach mal ein bisschen hier.
Jo, mach mal hier keinen Krach, Kollege. Scheiße. Der haut schon ganz schön rein, das kann man dem schon mal nicht sagen. Der ist schon immer ganz schlecht. So, okay, komm. Das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen sehr doof. Scheiße. Ja gut, menschlich war ich ja sowieso nicht mehr. Von daher, ja, der Zug ist eh abgefahren, dass ich menschlich war. Von, das weiß ich nicht. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viel Menschlichkeit verhauen. Denn vielleicht muss ich den mit Hilfe machen. Der ist, er haut schon ganz schön rein und ballert mir so viel Stamina weg. Von, ach so, nee, das war der falsche. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schänden, liebe Statue. So. Zack. Ah, scheiße, jetzt ist der schon erwacht. Aber wir hatten noch genügend Zeit. Wir haben es noch geschafft, so. Und rums und... Ach, Kacke. Ich hab's geahnt. So, scheiße. So, trink was schneller, bitte. Jetzt hat er nicht mehr was getrunken. Das ist ja ein Dreckvieh. Und hier konnte man halt nicht raus, ja, in der E3-Demo. Das war tricky. Das war richtig tricky. Man hat quasi, die ersten paar Male die ganze Viecher gepult, wusste gar nicht, wie einem geschieht irgendwie. Und man konnte nicht mal weglaufen. Das war das große, der große Mist daran. So, was hat der? Eine Titanitscholle. Hier kann man Titanitschollen formen. Weiß ich nicht. Braucht man ja generell nicht so viele eigentlich. Braucht man ja eigentlich nur eine. Wichtiger sind ja im Grunde die Titanitbrocken, von dem man wesentlich mehr braucht. So, der ist down. Dann, warte mal, schnappen wir uns das Item. Das ist auch eine Titanit... Nein, eine Stein-Zwillingsklinge. Sehr coole Sache. Stein zwar nicht, aber die Zwillingsklinge. Kann man... Ich weiß nicht, ist es eine Bosswaffe, die Zwillingsklinge überhaupt? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Könnte sein. Zum Duo-Readen sehr cool. Beziehungsweise, kann man so ganz geil benutzen. In der Zweihand, glaube ich. So war das, genau. Da sind die richtig krass. So. Habe ich auch noch nie genutzt. Habe ich immer nur gesehen bei anderen. Müsste ich eigentlich auch mal so mal probieren. So, ach komm, ich höre auf dich back zu steppen. Ach komm, ihr wisst doch, was ich meine. So, Hilfe deshalb gelobt, sei die Sonne. Vorsicht, Boss, aber Loch. War ein Loch, ja? Ja, Illusion. Immer diese Leute, die da Illusionen hinschreiben. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Na gut, müssen wir rein, ne? Haben wir nichts, ne? Müssen wir. So. Kann ich nämlich auch, Kollege. So, okay. Jetzt glitzert das hier alles durch den Regen, das ist auch sehr cool. Ach komm, ey. So, trinken wir was. Bisschen schneller hier. Ich brauche ADP, ey. So, das haut mir sogar nicht nur die halbe Stamina, die ganze Stamina weg, das haut mir noch viel mehr weg. Nein! Ach, Kacke, das war schon ein scheiß Timing. So, jetzt aber. Jetzt, genau. Sehr schön. Ja, das passt, glaube ich, nicht so. Ich weiß nicht. Ach, Mann, ey. Der ballert mir ja alles weg. So, jetzt bin ich wieder weggestaggert hier. Ja, da kann ich auch nicht passabel ausweichen. Scheiße, Mann. So, springt der jetzt zu mir hin? Nee. Aber so können wir wenigstens passabel ausweichen. Jetzt wird's Zeit. So, komm, Mann. Alter. Ja, toll. Jetzt habe ich auch noch den am Arsch. Mein Spiegelbild quasi mehr oder minder. Zumindest war das mal irgendwie so gedacht. So, jetzt habe ich den am Arsch. Okay, komm. Ach, Mann, ey. Ich hole mal der Hilfe dafür, ey. Das kann ja überhaupt nicht sein hier. Scheiße, Mann. Ach. Naja,
Naja gut, müssen wir uns menschlich machen. Dann... Ah, ich überlege gerade, ob wir den davor sammeln. Oder danach. Wir machen es mal davor, dann können wir uns vielleicht schon ein paar Sachen sparen. Ja, vier Menschlichkeit oder vier Menschenbilder haben wir noch. Das ist alles im Maße. So, jetzt sind sie ja nicht mehr dort. Ernsthaft? Ernsthaft? Oder was? Warte mal. Das ist immer, wenn ich weggehe, dann kommen sie alle. Ja. Gerade war sie hier noch voll wie sonst was, als ich menschlich war. Jetzt wollen sie mich alle nicht mehr. Naja, was willst du machen? Muss durch. Gut, naja, dann probieren wir es mal da vorne. Machen wir erstmal die Viecher hier weg. Und können ja dann auch nochmal hinschauen, ob dann überhaupt noch jemand da ist. Oder jemand gekommen ist, jemand Neues. Das aktualisiert ja dann immer noch im Weichen. So, zack. Und zack. Und... Scheiße, scheiße, das wäre gut geworden. Jetzt haben wir noch den anderen Dicken am Arsch. Das ist nicht so der Plan gewesen. Wumms. So. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt vielleicht so ranziehen können. Ah, da ist ein Zeichen schon. Das ist schon mal sehr cool. Können wir jetzt eigentlich auch gleich nehmen, warte mal. So, jetzt. Zack. Und scheiße, scheiße. Ja, komm. Ja, das sind Martial Arts Pferde. So sind das. Farmador. Oder Farm Amador. Trinkst du was? Nee. Wir machen mal, wir nehmen mal das hier. Ein Klosteramulett. Brauchen wir eh nicht mehr so. Und im Kampf ist das wahrscheinlich eh nicht möglich, das zu nutzen. Von daher. Besser als jetzt eine Flakon zu verbraten. Gut, haben wir den noch da? Dann hauen wir den noch weg und hoffen mal, dass unser, ja, unser Typ da kommt. So, und, ach, wieso willst du dich eigentlich nicht backstabben lassen? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, hingehauen. So, was war mit dem los? Was ist mit dem los? Warum ist denn der so ramponiert hier? So, verbirgst du dich oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie läuft das hier? Naja, dann halt nicht, ey. Du bist gemein. Ich mag dich jetzt nicht so sehr. Es sei denn, du hilfst mir jetzt ganz, ganz doll. Nehmen wir noch einen Sunbro mit. Und dann hauen wir den Boss weg. So, wir warten mal noch schnell. Hoffentlich kommt er jetzt alsbald. So, komm, 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 komm. Alter. Das... Ja, die müssen ja erstmal eine Verbindung aufbauen, aber das dauert immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen lang. Aber es muss ja auch noch laden und so. Ja, stimmt, es muss noch laden. Ich weiß gar nicht, wie es auf der PC-Version ist. Ob, die Leute da schneller geschworen werden. Müsste ich mal testen. So, da kommt er. Brace the Sun, so sieht's nämlich aus. Machen wir auch mal. Es ist nicht Praise the Sun, aber... Wieso habe ich das eigentlich nicht da drinne? Muss ich mal machen. So, ja, jetzt geht mal rein, hört auf euch zu verbeugen. Das ist ja... Mann, kann man nicht machen. Wir sind im Kriegsgefecht hier, das ist Krieg! So, ja, ich schnappe mir erstmal meine Seelen in der Ecke da hinten. Und lass die mal machen. So. Sind nämlich auch jetzt 40.000 Seelen knapp. Kotzen hier könnte ich. Naja, ich kann die Aggro ziehen. Und die machen hier den Rest irgendwie. Weil wenn, solange sie, oder solange er nur auf mich geht. Hoffentlich sind das jetzt irgendwie klügere und bessere Leute. Die machen auch gar keinen Schaden, oder? Aber wir sind ja auch zu dritt, das muss man halt auch bedenken. Ich weiß nicht, wie viel ich mache hier. Ja, jetzt hat er da ihn reingekriegt. Der hält schon halt echt eine Menge aus, der gute Kerl da. Das kann man an der Stelle echt mal sagen. So, scheiße. Okay, ich mache auch nur 77, also... Und der eine, der Sunbro, macht auf jeden Fall mehr. Aber der macht schon aber gut Schaden. So.
Wir trinken mal zur Not was. Farmador, was macht der? Okay, jetzt, die zu... Ja, wollte gerade sagen, die machen gar nicht den Spiegel hier. Okay, komm mal her. Zack. Da ist er weg. So. Ja, die haben mir gar nicht einen Spiegel gemacht. Warum eigentlich? Die haben einfach so weiter auf ihn draufgekloppt. Ja, macht schon gut Schaden hier. Der Kerle. So, 200 Schaden habe ich jetzt gemacht. Oder was? Okay, so. Und nochmal. Ah, nicht ganz. So, jetzt. Alter, Finne hier. Ich treffe aber auch nicht bei drei Leuten, wenn da drei Leute drumrum stehen. So, jetzt aber. Komm. So, tatsächlich, 200 Schaden mache ich. Also so viel Schaden machen die jetzt nicht. Aber die haben auch andere. Ich habe ja ein Großschwert, muss man dazu sagen, ja. Ja. Zumindest, sterben. Okay, sie sterben doch. Ich wollte gerade sagen, zumindest sterben sie nicht. Aber sie sterben doch. So, dann hauen wir den jetzt, den Rest weg. So. Der Sunbro hat geholfen. Ich danke dir, Xelrix. Ich kriege sie Spiegelritterseele. Ich sage danke zu dir. Beziehungsweise verbeuge mich mal noch und winke nochmal, wenn das jetzt übernommen wird. So, okay, da haben wir's. Ich weiß gar nicht, ob er das noch gesehen hat. Alles klar. So, dann haben wir hier die Spiegelritter-Trophäe und da vibriert mein Handy. Warum vibriert mein Handy? Plants vs. Zombie 2. Eine Erbse ist fertig. Yeah. Okay. Wir gucken mal, was es hier noch so gibt. Da ist eine Truhe. Da ist noch ein Schalter. So, ich muss mal gucken, oder? Die mache ich auch nochmal. Das wäre es ja, wenn wir jetzt mit 70.000 Seelen gefressen wären. Das würde ich mir nicht verzeihen können. So, Seelenblitz, Zauberquarzring plus 2 und ein Asketen oder 3 Asketen-Leuchtfeuer. Können wir gut benutzen. Habe ich auch mal Bock, das hier mal noch zu machen. Müssen wir mal gucken. Da würde ich auf jeden Fall den Ring der Klinge plus 2 besorgen. Das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Und dafür bräuchte ich halt einen Asketenleuchtfeuer. Weil die ja, wie gesagt, in dem Thronsaal, den ich euch mal gezeigt habe, vor ein paar Folgen, da kommen dann zwei Verfolger und da kriegt man dann den Ring plus 2, Ring der Klingen plus 2, aber erst im NG plus. Deswegen kann man da ganz gut schon mal jetzt in dem Spiel einen Asketenleuchtfeuer verwenden und hat dann quasi da die beiden. So, jetzt geht's ganz weit nach unten. Ganz, ganz weit. So, da ist der Hebel, hier ist sonst nichts weiter und wir müssen durch ein Gestrüpp. Das aussieht wie der Eingangsbereich zum DLC, wenn ihr euch erinnert. Wo man dann zu den Chimären kommt, oder zu der Chimäre. Das ist, sieht ähnlich aus. Kann man schon mal sagen, ne? Oder? Also finde ich schon. Hat mich jetzt zumindest dran erinnert. Also, ich höre schon wieder viel zu viel, viel zu viel. Ja. Irgendwas ist da im Stübchen. Da ist ein Leuchtfeuer. Und wir sind im Schrein von Amana. Plus Leuchtfeuer. So. Der Schrein von Amana, da ist eine Insel mit zwei Bergen. Nein. Da ist viel mehr und ja, der Schrein von Amana, den schauen wir uns in der nächsten Folge an, liebe Freunde. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich, ja, ich gehe noch auf. Das machen wir, packen wir noch in die Folge rein. So. Mit 70.000 Seelen kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was anfangen. Achso, wir haben hier noch eine Scherbe gefunden. Ja, du kannst die Scherbe haben, Fräulein. Haben wir 10 Flakons oder Estus Flakons. Das ist schon mal sehr schön. Aufsteigen. Und wir machen hier auf 29. Wir haben 16.000 Seelen übrig. Okay, da können wir eigentlich noch 2.000 knapp schlucken. Dann steigen wir da noch plus 30 oder machen plus 30. Bam, bam, bam. Da müssen wir hier lang.
So, reicht da eine? 1000. Und nochmal 1000, dann nehme ich mal hier noch eine 500er. Nicht, dass ich... Ah, eine 800er. Okay, ach, was ist ich, was das für Dinger sind, ey. Als ob ich mir das merke. So. Und plus 30. Dann fällt mir ein, wir können mal gerade was gucken. Wir haben hier eine Questline. Die Questline von Kale. Die können wir auf jeden Fall noch machen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, was wir da jetzt alles für töten müssen. Erkläre ich euch gleich nochmal. Da ist ja unten im Keller eine Karte. Zumindest soll es eine Karte darstellen. Also das Zeug, wo der Feuer brennen. Hier und das da. Und dann brennen dann irgendwann umso mehr. So. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Bosse töten, um alle zum Brennen zu kriegen. Oder reicht das schon? Warte mal, wo ist denn Kale überhaupt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ist der oben jetzt? Weiß ich gar nicht, weil dann kriegen wir nämlich Kales Ausrüstung. Der gibt er uns dann. Und, tja, warum nicht, ne? Also, da sage ich nicht nein, wenn es irgendwas Kostenloses gibt. Von daher können wir das ruhig mal machen. Gut, nicht da lang. Wir gucken mal hier lang. Tja, Kale ist weg. Kale ist weg. Hat mich... Oder habe ich Kale in dem Durchlauf irgendwie vergessen oder so? Und der steht vielleicht noch in der Grube, wo ich den am Anfang gefunden habe? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken. Wenn es dann irgendwie soweit ist. Ist ja jetzt auch nicht ganz so tragisch. Kann ich euch trotzdem mal zeigen dann. Wenn es dann soweit ist. Da hinten, wir können uns mal die andere anschauen. Hier ist nämlich hier die gute Frau Rosabeth, der wir unser Zeug gegeben haben. Sie jetzt sogar ganz schick aussieht. Also mehr oder minder, ne? Ist eigentlich eine schöne Ausrüstung. So, das klicken wir mal durch hier. Die kann uns Pyromantie beibringen, beziehungsweise unsere Pyromantie-Flamme auch verstärken. So, wir quatschen mal mit ihr. So. Die hat dann hier die ganzen Ringe. So, dann hat sie das hier alles und, ja, giftnebelmäßig könnte man eigentlich machen. Hat auch nur zwei Aufladungen. Ist nicht so ganz pralle irgendwie, weiß ich nicht. Dann lieber mit Mana, wie es irgendwie in Demon's Souls war. Die Aufladungen, ja, beschränkt natürlich das Ganze, aber weiß ich nicht. Bin ich nie so ein Fan von gewesen, muss ich sagen. Deswegen spiele ich so Zauberer eher in Demon's Souls. Das war ein bisschen geiler, fand ich. Naja, liebe Freunde, wir bewegen uns in den Schrein von Amana oder durchqueren den Schrein von Amana in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play Dark Souls 2 mit mir, mit euch, mit dir. Und ja, das alles gibt es morgen dann 16 Uhr. Da geht es dann wieder los und ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, viel Spaß beim fortlaufenden Tagesablauf. Das war eigentlich Quatsch. Naja, macht's gut, bis morgen. Ciao.